Neuigkeiten vom Supermarkt-Simulator. Und da müssen wir natürlich reingucken, was gibt es Neues, was wurde verändert, was wurde verbessert. Hol euch einen Kaffee und dann geht es los. Also, rein in das Ganze. Es gibt Neuigkeiten. Es wurde einiges, verbessert einfach. Einfach verbessert. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz rein, was denn gemacht wurde. Restocks wurden hinzugefügt. Add Restockers. Also Auffüller. Auffüller. Da gucken wir noch mal als erstes hier in die Verwaltung. Ich glaube, ich muss bald ein richtiges Lager haben, wa? Verwaltung. Hier ist es, Einstellung. Ein Auffüller. Es gibt tatsächlich Leute, die jetzt das machen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Das macht das Ganze natürlich viel bequemer. Sehr schön. So lohnt sich der Kapitalismus. Andere, die Drecksarbeit machen lassen, die ich eigentlich machen müsste. Und ich kassiere nur das Geld. Ah, doch, wunderbar. Und die kosten tatsächlich, die kosten mehr als die Kassierer. Das ist ja frech. Ja gut, die Kassierer stehen ja auch nur seelenlos an der Kasse. Und die Auffüller müssen richtig mal lochen. Schon okay. Schon okay. Kann man nichts gegen sagen. Das ist doch schon mal richtig gut. Also, die gönne ich mir auf jeden Fall. Voraussetzungen sind aber das Lager Stufe 1 und ein Regal. Und dann Lager Stufe 2, also die nächste Lagerstufe, oder? Nee, auch nur Lager, aber dafür 6 Regale. Supermarkt Stufe 22, das nächste dann Stufe 29. Kriegen wir sogar auch noch hin. Also ich denke, da werden wir auch heute Abend noch im Livestream ordentlich weiter ausbauen. Aber ich gucke auch gleich schon mal rein mit dem ersten Auffüller. Da muss doch noch ein bisschen was gehen. Was haben wir als nächstes? Alle Regale sind nun mit Etiketten versehen. Ah, wait. Ja, hier direkt, ne? Etikett. Entfernen das Etikett. Du kannst das Etikett nicht entfernen. Ja, wie? Aber warum, was soll das dann? Ist dann, was vorher drinne war. Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Damit man, falls man mal komplett geplündert ist, auch noch weiß, was hatte ich denn wo. Ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man in jeder Ebene vielleicht noch einen unterschiedlichen Artikel hat und der Laden dann irgendwann rappelzappel voll ist und sich dann überlegt, Alden, wo hatte ich denn wie und was? Dann ist das bestimmt auch eine ganz praktische Sache. Hinzufügen von Etiketten zum Löschen von leeren Regalen. Genau, das ist auch jetzt, das war quasi die Funktion jetzt von gerade, dass man das jetzt quasi dann löschen könnte. Da oben steht das ja, entferne das Etikett. Eine gespiegelte Kasse. Eine gespiegelte Kasse. Das ist doch dann auch unter Markt, unter Möbel. Hier ist sie. Also, einmal Fließband links, einmal Fließband rechts. Das heißt, wir könnten die jetzt links und rechts vom Eingang hinstellen. Und ich könnte jetzt die ganzen Reinigungsmittel vielleicht hier an die Wand stellen. Hier so eine Gasse machen, Reinigungsmittel. Und dann wären hier an den Scheiben sozusagen, so wie die Kasse, nur links und rechts. Ja, wäre eine Möglichkeit, ne? Könnten wir vielleicht heute Abend im Stream auch nochmal umbauen. Dann mache ich hier vielleicht sogar noch eine extra. Ah, die Lichtschalter. Dann weißt du was, ich lasse das so. Ich lasse das so. Ja, abwarten. Irgendwann müssen wir eh noch ausbauen. Und ich habe gar nicht so viel Geld zurzeit. Das heißt, das, ja, lassen wir erstmal alles, wie es ist. Aber das ist schon mal gut. Eine weitere Kasse. Einfach fürs Layout auch ganz interessant.
Neue gespiegelte Kasse, genau, das haben wir. Platzierungslayout für Limonadenjoghurt. Platzierungslayout für Joghurt. Bierpackung Butter-Rindfleisch-Steak wurde geändert. Okay, sieht immer noch gleich aus. Habe ich hier noch ein bisschen weit Joghurt in meinem Rucksack? Ah, okay, ja, das macht Sinn. Okay, perfekt. Ja, das ging mich vorher nicht. Das war immer nur eine Ebene. Und jetzt haben wir noch eine Ebene obendrauf sozusagen. Ja, das ist sehr angenehm. Das heißt, wir kriegen endlich auch hier komplett was rein. Und das zählt dann auch für, was hatten wir denn jetzt? Limonade. Das sind bestimmt Limonadendosen, die habe ich glaube ich noch nicht. Denn das hier, das ist alles Soda. Limonade, Joghurt, Bierpackung, Butter, Rindfleisch, Steak. Okay, das ist schon mal gut. Übrigens, was auch verändert wurde, ist das hier. Puh, yay! Er wirft jetzt noch weiter. Noch besser. Das heißt, wir kriegen jetzt Kisten einfach nochmal deutlich weiter durch die Landschaft geschmissen. Das ist sehr, sehr praktisch. Gerade wenn der Laden immer größer wird, dann kann man das eben mal eben schön durch den Laden werfen alles. Tipptopp. So, was gibt's noch Neues? Verkauf von Butterdatenwander. Ja, genau. Verkauf von verpackten Möbeln. Ah, ja, guck mal. Ich habe doch hier schon seit Tagen das Ding rumstehen. Und das könnte ich jetzt hier verkaufen. F, genau. Einfach F halten. Dann verkauft es sich. Lassen wir aber. Denn das Dingen brauche ich ja bald für das Lager. Sehr gut. Aber das ist natürlich auch super praktisch, falls man sich da verkauft hat oder was eben zurückgeben will. Tipptopp. Ob das der 100% Preis ist, müssen wir nochmal testen. Schließen der Kisten beim Einräumen ins Lagerregal. Okay, das wird sich dann wahrscheinlich automatisch schließen. Sehr gut. Einlagerungscomputer für das Lager hinzugefügt. Oh, interessant. Ja, das mit dem Lager machen wir gleich noch. Dann, da haben wir es. Die Wucht des Kistenwerfens wurde erhöht. Sehr gut. Dann wurden noch einige Sachen, wahrscheinlich Optimierung im Game verändert. LOD-Unterschiede bei einigen Gegenständen auf der Karte bearbeitet. Lagerregale, FPS-Einbrüche wurde auch behoben. Fehler behoben. Interaktion mit der Kasse. Ja, gut. Icons im alten Buch, was auch immer das ist. Ja, irgendwelche Bugs wurden noch behoben. Größe der Icons für Sixpack-Bier wurde korrigiert. Ich glaube, that's it. Das sind die wichtigen Points. Und ich gehe rein. Ich gehe rein. Wir haben hier ein paar Lücken. Man kann wieder auffüllen. Das heißt, wir brauchen ein Lager. Und wir brauchen Lagermitarbeiter. Und das machen wir jetzt auch. Auch wenn ich gar nicht so viel Cash gerade habe. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Also, Verwaltung. Lager kaufen. Abschnitt 2 kostet nochmal 800. Also für 2000 kommen wir in Abschnitt 3. Und soweit ich weiß, ist ab Abschnitt 3 erst hier die Tür offen. Denn jetzt ist das Lager noch hier draußen. Und jetzt ist es auch offen. Genau. Heißt also, wir können jetzt hier unser Lager hinstellen. Tipptopp. Also, Lagerregal haben wir und dementsprechend können wir jetzt auch Ware da einlagern. Und ich schnapp mir hier einfach mal ein paar Artikel und werfe die schon mal unten ins Lager. Gucken wir mal, wie das dann gleich klappt. Die ganzen Getränke und so weiter. Und dann kommt das auch gleich alles. Oder dann lassen wir auch gleich hier den Mitarbeiter das hier auffüllen. Wenn es denn klappt. Und dann gucken wir mal, was die Mitarbeiter so machen. Wie die denn so reagieren, unsere Sachen. Grundsätzlich muss ich sagen, dieses Lager finde ich katastrophal. Also dieses Lager würde ich so gar nicht verwenden. Lager 1, Lager 2. Ich glaube, das Lager 2 erhöht das jetzt gerade auch nur ein bisschen. Aber, also diesen Raum da unten. Aber ohne diesen Zugang hier, absolut nicht sinnig. Und auch ohne die Mitarbeiter fand ich das Lager die ganze Zeit echt nicht so sinnvoll.
Passt das denn noch eben rein hier? Wo waren die Eier? Ja, ist leer. So, Vorsicht. Passt. Ja, mit dem Weiterwerfen ist natürlich mega gut. Sehr, sehr schön. So, alles schnell rein da unten. Der olle Käse. Jetzt kann das natürlich sein, dass ich für die ganzen Produkte viel mehr Regale benötige. Das wäre natürlich wieder so ein Dingen. Wieder Rieseninvestition. Nur, dass man dann am Ende es doch irgendwie wieder leichter hat. Wait a minute. Nimm mal das mal direkt. Und das kommt. Okay. Okay. Ah, es schließen sich sofort die... Es schließen sich sofort... Okay. Geht's bis nach ganz oben? Nee. Wait, was los? Schmeiß oben drauf, ey. Ja. 6 Artikel für ein Lagerregal. Nee, unten drunter noch. Oh, toll. Das ist gut. Das ist doch gut. Immerhin noch unten drunter. Das wäre es sonst auch gewesen, ey. Das heißt aber, ich brauche wieder ein Lagerregal. Beziehungsweise wir holen jetzt erstmal einen Mitarbeiter und dann gucken wir mal, wie der so interagiert mit dem Regal. Einstellen. Wir haben jetzt alles. Wir haben ein Lager. Das ist die Voraussetzung. Das ist gut. Es reicht also dieses Basic-Lager. Dann geht's aber los. Man braucht dann irgendwann 6 Regale und die kriegst du halt nicht in das kleine Basic-Lager rein. Ne? Einstellen. Wo ist er? Wo ist er? Wo? Ist er im Lager? Da ist er schon. Da ist er schon. Und schwer malochen. Der hat gar kein Firmenlogo hinten drauf. Ne? Da müssen wir aber nochmal Arbeitskleidung einfügen. LOL. Was macht er jetzt mit der Kiste? Die kommt zum Mülleimer, oder? Alter, ab jetzt hat das Leben wieder einen Sinn. Ja, Mann. Ja. Ja, so. Oh, was macht er denn? Hahaha, wir trollen ihn mal. Was macht er denn, wenn die Cola voll ist und er es nicht mehr einfüllen kann? Jetzt will er es ja zurückbringen. Ja, was macht er denn jetzt? Jetzt habe ich ihm seinen Regalplatz geklaut. Er ist ein richtiger Fuchs, Alter. Produkte müssen gleiche Größe haben. Nicht schlecht, er schiebt das einfach nach oben. Alter, perfekt. Ich sag es euch, perfekt. Ich mach den Laden direkt auf. Ich mach auf den Laden. Da kann direkt was gehen. Lass mal lochen, die Jungs. Let's fetz, guck mal, wie er am Einfüllen ist. Läuft bei ihm direkt. Alter, ich sitze jetzt nur noch hier am Rechner und bestell. Bestes Leben. So geht das. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Markt, Möbels, ja. Waren. Wir brauchen Waren, beziehungsweise noch einmal. Ich kaufe mal 2 von den Regalen. Das sind 400. Das geht auch. 2 Regale noch hier unten rein. Die werden noch passen hier, ne? Zack. Und hier in die Ecke noch. Komme! Und er ist ja mal hoch. Und Alter, ist das top. Ja, vielleicht haben wir hier gleich einen Kartenzahler. Dann sehen wir das auch. Da ist er, der Kartenzahler. Und jetzt klicke ich hier drauf und kann 47,5 eintippen. Enter. Es ist perfekt. Ist das nicht gut? Das ist richtig gut. On point. Richtig, richtig gut. Das ist top, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche den Parmesankäse dringend. Nicht, dass ich hier leer gehe. Produkte. Parmesan. Kaufen wir direkt 2. Schnell die... Oh, nee, Alter. Ich kann gerade nicht.
schnell die Löcher füllen. Das ist noch da, Mozzarella ist noch da, die anderen Käsesorten. Mayonnaise brauche ich, Mehl. Okay, das machen wir mal als erstes. Mayonnaise. Mehl. Und das bestellen wir mal direkt. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist das Zeug in das Lager zu schmeißen wahrscheinlich, ne? Und das ist, würde ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Parmesan kommt direkt. Rest füllt er auf. So, das machen wir als erstes. Oh, wait. Perfekt. Bin da. Oh, hier stehen sie schon, Schlange. Läuft. Oh, die Mayo läuft gut, ey. Auf einmal, ne? Es gab auch direkt eine Preiserhöhung vom Toilettenpapier. Aber das ist so gut, ne? 18. Das ist so gut. Das fühlt sich so vernünftig an, ne? Das war wirklich ein Punkt, direkt am Anfang, wo ich dachte, na, geht das nicht mit Tastatur? Und jetzt ist es ja auch intuitiv, weil ja die Zahlen auf dem Numpad hier, also die hat man ja eher im Kopf. Und die sind ja hier genau andersrum. Die sind ja genau gespiegelt. Und jetzt ist das auch viel, viel angenehmer. Ja, da kommt schon der Nächste. Ah, ich muss gleich mal gucken. Ich muss dringend Sachen nachbestellen jetzt. Ui. Oh, er gönnt sich aber hart hier. Er gönnt sich hart. $3 zurück. Danke. Ach, der Nächste bitte. Ja, schönen guten Tag. Jawohl. Bisschen Honig. Oh, er. Oh, oh, oh. Oh, das wird viel. Auf Karte? Nee, Cash. $7 zurück. Jetzt muss ich aber schnell weg hier. Wo ist der Auffüller? Saft. Der darf ja. Der darf ja nicht leer laufen. Ja. Die, keiner da? Davon. Davon eins. Davon eins. Dann die Säfte jeweils eins. Davon eins. Davon zwei, hatte ich schon gesehen. Davon geht noch einer rein. Davon bestimmt auch. Damit haben wir 10. Kaufen. Er ist hier schon. Hui! Er ist hier schon am Rennen. Und jetzt ist es ja auch komplett egal. Chaotische Lagerhaltung ist ja jetzt angesagt. Denn es ist komplett egal, wo was ist. Der Dude, er schnappt sich sein Zeug einfach und gut ist. Das ist ja das Gute. Er schnappt sich einfach, hoppala, was er braucht. Ah, siehst du, da ging's. Zwei gleiche Artikel gehen so rein. Sehr gut. So, bin schon da. Ach du Schande, hier stehen sie alle. Tiefkühlware ist auch nur ein bisschen aufgetaut. Danke. Hatte genug Zeit. Ach, guck mal hier. Die TK-Waren muss ich nachholen. Zwanni zurück. Haus rein. Toilettenpapier muss ich auch schon nachholen. Ich sehe jetzt schon. Auf Karte 79,50. Jetzt lüptet, Alten. Jetzt lüptet. Richtig gut. Oh. Guck mal hier. Alter, die Eier auch schon wieder, die kleinen. Nee, 50 Cent will er noch. Ja, Kasse auf und zu machen, ne? Das wäre noch was. Kasse auf und zu. Oh, Mozzarella. Mozzarella. Der Käse. Allgemein. Das Ding nehmen wir auch mal direkt mit. Und was hatte ich gerade noch gesagt? Eier. 1, 1, 2. Dann nehmen wir direkt nochmal einen Kaffee. Ah ne, hier. Das doch. Das noch mit. Und direkt gekauft. Moinsen. Wir haben 7 Uhr. So viele Leute werden wohl nicht mehr kommen. Alter, jetzt gönnt er sich hier den Ketchup. On point. Moinsen. Einmal Wasser und Öl auf 7. Tipptopp. Schon wieder diese Eier. Also diese kleinen Eierpakete, die laufen bei mir immer wieder gut, ne? Wham. Achso, auf Karte. Perfekt, das ist so gut, ne? 50 Cent noch. Zack.
Oh, Soda auch bald leer. Aber ich kann... Doch, ich kann noch Bestellung machen. Aber ich glaube, ich kriege das nicht mehr hin rechtzeitig. Soda, Kaffee. Ah, ja, ja. Jetzt will ich schon F drücken hier, um Licht anzumachen. Ich brauche Beleuchtung im Lager. Wobei, ich muss ja nichts sehen. Ja doch, ich muss doch ein bisschen was sehen. Zack, rein damit. Gleiche Artikel? Nee, nur gleiche Artikel tatsächlich. Yo! Und ich habe kein Toilettenpapier gekauft. Ich sehe mich hier schon bald den nächsten einstellen, ey. Also wenn das jetzt hier wirklich so läuft, ne, dann kann ich ja echt den ganzen Tag hier nachballern. Einfach nur... Die packen wir direkt ein. Na guck mal, geht sogar noch. Geht sogar noch. So, zack, zack, zack. Next. Next. $1 zurück. Alter. 40 zurück. Wie lange arbeitet er eigentlich? Ich meine, dass die Kassierer irgendwann nicht mehr... 145! Größter Bong ever, Alten. Dass die Kassierer irgendwann nicht mehr arbeiten können, ist ja klar. Aber der Lagerfuzzi, der kann ja mal lochen, bis er nicht mehr... Also, bis er umfällt. Und guck mal, wie das läuft. Oh, da können wir aber schön die Grenzen des Erlaubten ausnutzen, würde ich sagen. Da können wir ja den schön mal lochen lassen. Ich meine, offiziell ist ja schon Schluss. Aber weiß ja keiner. Und er weiß es auch nicht. Den können wir schön komplett ausbeuten, wie es sich gehört, in der Lohnsklaverei. So. Perfekt. Jetzt kann auch hier alles raus. So, zack, zack, zack. Ich würde sagen, solange hier noch kassiert wird, kann er auch noch auffüllen. Siehste. Ach, er ist hier richtig gerade im Flow. Siehste, er hat Schweiß auf der Stirn bei dem Tempo. Er hat auch Schweiß auf der Stirn, weil er schwer am Malochen ist. Perfekt. Ja, aber jetzt heißt es tatsächlich Lagerausbau. 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 Und das würde ich sagen, machen wir im Livestream. Also ihr Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen fürs nächste Video. Und dann auch im Livestream vorbeischauen ab 19 Uhr auf Twitch. Bis dahin.